Gesundheit. 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 Und damit, hallo und willkommen zurück, hier ist Banjo-Tui, hier im Hex-Hex-Park, beim, wie ist das, Fettiger Joe. Ja. Der mit dem Pommes, der gerade drauf genießt hat. Na, und dass er sich drauf genießt hat. Ja. Mathe, Bestellung! Aber Dalli, ich hab zu tun! Das sehe ich. Wir mussten wirklich ewig anstehen an dieser unglaublich langen Schlange. Geborener Komiker, für wahr? Willst du ein paar matschige Pommes vom fettigen Joe? Wollen wir das, Flatter? Ja. Ich mein, warum nicht? Du müsstest ja nicht essen. Wir können eine Tüte Pommes, Joe. Tüte Pommes kommt sofort. Schönen Tag noch, oder so. Ich wusste, dass er das sagen würde. Ja, ich auch. Ach ja, woher denn? Ich wusste es nicht. Ich sollte mehr Pommes Fritz machen. Ich hab nämlich keine mehr. Du solltest dich wirklich auf den drohenden Ansturm vorbereiten. Na, du Freches! Wenn beide Großmodelle aufeinandertreffen. Aber Kasumi bleibt einfach on top. Ja, wärst du mit Burger noch dazu? Oh, hey, Jumplers! Jumplers Tremplatten. Ah, die Tremplatten gibt's jetzt dazu. Trennen! Unterschiedliche Fähigkeiten habt ihr noch nicht. Lass Kasumi daheim und komm als Bär. Ganz schlicht. Euer Plattformen finden. Das solltest du. Durchdrücken von A. Seid ihr wieder eins im Nu. Ist das alles? Weggedrückt! Ah! Wir können uns jetzt trennen. Aber willst du das schon? Nee, noch nicht. Ich glaube, erstmal gucken, was wir überhaupt machen können damit. Das war auch mein Wahrsager. Was sagt die Zukunft voraus? Auf das Schild. Tritt ein und lass dir von Madame Grund die Zukunft voraussagen. Allerdings sind wir vertraglich verpflichtet, darauf hinzuweisen, dass ihre Weissagungen nicht unbedingt positiv sein müssen. Madame Grunti. Madame Grunti. Als ob da echt Grunti da drin ist. Das bezweifle ich jetzt halt hart. Doch, sie ist da drin. Willkommen! Ich lese eure Zukunft! Du erhältst einige rote Federn! Yay! Warte mal kurz, bekommt man nicht auch irgendwie Puzzleteile oder Puzzles oder irgendwie sowas in der Art? Irgendwas war da doch. Sonst hier. Ich lese eure Zukunft. Du erhältst ein paar Schellen. Das mag ich. Au. Aua. Hey. Irgendwas war da auf jeden Fall. Ich weiß gerade nicht mehr was. Vielleicht müssen wir einfach nur oft genug rein. Ah, willkommen! Zukunft! Du erhältst einige rote Federn! Ja, das hatten wir gerade eben schon. Ich glaube, jetzt kommen wieder die Schellen. Ja. Gibt's echt nur rote Federn und Schellen? Anscheinend. Warum ist das dann hier? Das muss doch eigentlich. Schild's and Giggles? Wieso hast du nur vier Eier? Das war ich auch gerade. Ach, wegen dem Bosskampf, oder was? Wir sollten wieder ein paar Eier ranschaffen. Also normale Eier. Und Burger kaufen. Glaubst du das auch? Ja, da. Hamburger vom Big Earl. 100% Fleisch vom Nagetier. Verfeinert mit einer synthetischen Käsescheibe. Was für ein Nagetier? Und Burger gefällig, Big Earl verkauft die besten Burger im Hexenpark. Bäh, wie konntest du nur einen Job im Catering bekommen? Tja, ich weiß nicht genau. Ich habe früher Toiletten
geputzt. Irgendwie ist mir der Appetit vergangen. Komm schon, probier doch mal. Ich habe noch ein paar übrig. Willst du? Nicht wirklich, aber wir müssen, glaube ich. Gib mir einen Hamburger, Okay, Kleine. Der Burger kommt. Pommes dazu? Haben wir schon. Danke. Oh ja, bitte. Ach, schade. Ich hab nur einen Hamburger. Geh zum fettigen Joe. Das war ich doch gerade eben. Reed. Was? Ich habe keine Hamburger mehr. Ich treibe besser noch ein paar auf. Ich glaube, da ist einer genau unter deinem linken Fuß. Wo? Oh, ich sehe keinen. Ich möchte zwei Dinge einwerfen von Bybig L. Erstens, man kann seinen Schnodder in der Nase sehen. Bei seiner Texture. Und zweitens, er hat wenigstens einen von vier Sterne. Das ist doch was. Ja. Besser als kein Stern. Ja. Im Gegensatz zu zum fettigen Joe. Ich glaube, er ist auch nur Teilzeitarbeiter dort. Hey, goldene Federn. Aber wir bräuchten ein paar Eier. Geh vor allem noch nicht ins Zelt rein, wenn du nicht bereit bist. Weil da ist ein Bosskampf, soweit ich weiß. Ich gehe aber auf das Zelt drauf. Ja, da kannst du drauf. Glaub ganz ich. Vorsichtig. Irgendwie bestimmt. Vielleicht gibt es auch eine Flugplatte hier. Keine Ahnung. Und ich mach so. Hi, ha. Stop, oh. Stiefel. Vielleicht gibt's. Oh, noch ein Dino. Vielleicht gibt's irgendwo noch Yam-Yas, wenn wir die freischalten können. Natürlich gibt's noch ein Yam-Yas. Ich glaube nicht, dass es einen Yam-Yas hier gab. Gut, einfach mal nach in der Gesamtübersicht. Wie viele Moves es hier gibt. Drei Moves. Und einen haben wir schon. Nämlich die kleinen Platten. Da würde ich sagen, ist erstmal die oberste Priorität erstmal Yam-Yas suchen. Die restlichen Fähigkeiten finden. Jiha. Jiha. Auto. Cash-Auto. Ich glaube, da brauchen wir wohl Mumbo. Nee, Bumba meinte ich. Bumba. Bumba. Hey, da ist ein Jinjo. Da ist ein Jinjo. Ich glaube, da war keine Jinjos. Das bleibt mir wahrscheinlich auch im Kopf, genau wie dieses dumme Jiha. Ja. Jiha. Da ist ein Jinjo. Jiha. Oh. Geh weiter hoch. Aber hier ist nix. Dann geh weiter hoch. Du. Ach, es geht nicht. Ich glaube, da brauchst du irgendwie was. Wow, es geht doch. Oder wir springen einfach hoch. Hier ist ein Jinjo auf jeden Fall hier oben. Ich glaube, das ist der rote Jinjo, den du unten hörst. Ah. Wo ist er denn genau? Da unten, ne? Ja, ich brauche die Kamera ein bisschen. Da ist er. Du willst da nicht runterspringen. Giovanni Mo! Don't! Why? Weil du sonst nicht wieder hochklettern musst. Weil du sonst wieder hochklettern musst, ja. Da geht man irgendwie diese Platte da drauf. I guess. Sie sind sehr lustig, die Typen. Ja. Tja, viel Spaß. Ach du Heiliger. Also langsam vorsichtig. Langsam und vorsichtig. Warum ist es alles so dünn sein? Also das Seil würde ich nicht dünn nennen. Ganz im Gegenteil. Trotzdem gefährlich. Ey. First try. Was bringt es das... Was bringt es das jetzt genau? Aua. Merken wir den Hitbox, ne? Hitbox, I guess. Da
drück Stop B und genieße den atemberaubenden Einblick der Weltraumzone vor der Gondel aus. Dann drück ich mal B. Oder auch nicht. Au. Du bist echt gut. Ich weiß. Danke dafür. Bitteschön. Oh ja, hört den Lukas. Hey, läute die Glocke und du gewinnst einen super Preis. Dann versuchen wir's mal. Du bist nicht stark genug. Ha. Du bist immer noch nicht stark genug. Irgendwie reicht das nicht. Weißt du? Nee. Ich brauche irgendwas anderes. Versuch's mal so. Ja, wir von Öl runter. Ja. Gute Idee. Danke, ich habe nur gute Ideen. Jetzt musst du nur noch treffen. Das kann ich mal so einfach. Das glaube ich dir ausnahmsweise. Du solltest keinen Bordersprung machen. Ne? Toll. Vielleicht reicht es einfach, wenn ich einfach ganz hoch klettere und dann runterspringe. Ziel muss gelernt sein. Ich war doch drauf. Das war doch am Rand. Das muss doch gesehen haben. Hitbox, I guess. Spiel. Okay, das hat wirklich nicht gezählt. Das gebe ich so, das hat nicht gezählt. Das war wirklich ein bisschen zu weit vorne. Okay, das muss jetzt gezählt haben eigentlich. Ich glaube, du springst zu weit hoch runter. Warum das denn? Wegen Fall Damage. Seriously? Warum hat das tatsächlich nicht gezählt? Ich verstehe das Spiel nicht. Ah, oh, okay, du brauchst nämlich einen stärkeren Stampfer. Ha. Vielleicht ja irgendein Kazooie Trend Move oder so. Ein komisches Spiel ist das. Oh hey, was ist das denn hier? Luft aus Palisade und da ist ein Kind. Oh, ich bin am Verhungern. Wenn du mir ein paar Pommes ausgibst, gehe ich zurück zu meiner Mami. Wow, du hast Pommes, Fritz. Gib mir welche. Bitte, bitte. Ich will mal kurz einen schönen Chit im Hintergrund aufmerksam machen, wenn man kurz wieder nach rechts schwingt. Wenn er sich nicht bewegt, dann sieht er so richtig cursed aus. So richtig schön Apus-mäßig. Und dazu, dass er noch braun ist, sieht das ziemlich doof aus. Hier sind deine Pommes. Einfach gegen die Schnauze geworfen. Dankeschön, ich sehe mal nach, ob Mami schon nach Hause will. Will sie und sie ist gestresst wie sonst was. Danke, dass ihr eine kleine Schlinge gefunden habt. Den? Wir komplett sind, wir noch zu zwei finden. Den. Er sah so aus, als hätte er ein kleines Sommerkleid getragen. Ich will ja nichts sagen, aber... Da ist ein Jinjo. Da ist kein Jinjo. Ich bin ein Minjo, Erzfeind aller Jinjos. Da gibt's auch noch böse Jinjos. Toll. Versuch mal Granaten, ne? Warum Granaten? Einfach weil. Einfach mal eingreifen. Deswegen Granate. Oh, das Yam Yams. Sehr gut. Wer wurde unten dazu? Vergiss es! Herumtreiber! Das kannst du auch ohne die Flohtüte lernen! Hey, du Frecher! Ah, wir müssen ja also mit Kazooie Only her. Only Kazooie. Oh, die Kasus. Gibt's jetzt den Trennplatz in der Nähe? Da müssen wir nicht so weit laufen. Das wäre ganz toll. Und da ist eine Honigfarbe. Die ich gerne haben möchte. Ich
kriegst du nicht so einfach. Ich glaube, da musst du mit Kazooie was hier machen. Ja, sieht so aus. Ja, das drin Platten. Yeah! Da können wir uns ja hier trennen und gucken, was Kazooie so kann. A was, glaube ich? Ah! Mit A wechseln. Ihr habt euch getrennt. Wenn du mit dem anderen tauschen möchtest, stellst du dich auf eine Plattform oder in eine bunte Wolke und drückst A, um wieder eins zu sein. Müssen sich die beiden Charaktere nur berühren. So, Kazooie, und ihr habt auch weniger Energie, wenn ihr alleine seid. Aua. Und Kazooie ist auch viel zu schneller ohne Banjo, kannst du mal sehen. Uhu. Hey, Eier, ich brauch Eier. Kazooie for Smash. Falsche Eier. Egal. Das wird der Banjo wieder. Ah, geh weg. Zisch ab, Besserwisser. So etwas kann nur tapsige Bären beigebracht werden. Du dachte, Kazooie kommt jetzt hier durch. Das dachte ich aber auch. Dann halt Banjo. Upp. Das sieht komisch aus. Das sieht so komisch und lustig aus zugleich. Crouching Kazooie. Kazooie in Angriffsmodus. Pass auf, Kazooie beißt gleich zu. Dann gehen wir halt mit tapsiger Bär dahin. Warum ist der Rucksack offen? Weil Kazooie nicht da ist? Ja, aber kann ja trotzdem zumachen, den Rucksack. Schleudersack! Banjo jetzt seinen leeren Rucksack hat, mach damit ganz einfach die Bösen platt. Mit B schwingst du den Rucksack rundherum. Im Kampf gegen die Schurken, das ist Optimum. Ist dann alles. Ich bin mir relativ sicher, dass es effektiver ist, wenn Kazooie noch im Rucksack drin ist. Ja, aber dann würde ja Kazooie wehtun. Ach, sie hält das aus. Sie ist hart im Nehmen. Und noch hätte er ein Geben. Also gut. Können wir das denn kaputt machen mit dem Rucksack? Das Gitter. Ich würde sagen, du musst irgendwie den Luftballon hier auflassen, aber das kannst du nicht machen. Hm. Irgendwas brauchen wir hier. Vielleicht eine Pumpe oder sowas. Ich glaube, du musst dich verwandeln können oder so. Irgendwie musst du klein werden. Ich glaube wirklich, die Treppe hat das hier nur für Dingsfähigkeit. Ha. Aber jetzt kannst du wenigstens mit Badge zuschlagen. Immerhin. Das ist schon mal viel wert. Damit wir uns wehren können als Banjo only. Aber war das nicht irgendwie so, dass man quasi das mitten in den Sprung machen kann, das quasi irgendwie als Extrasprung zählt, irgendwie in so einer komischen Art und Weise? Gute Frage, du hast den Jinjo vergessen, ne? Aber damit. Dann gehen wir wieder zurück. Und genießen die Aussicht erstmal. Das ist eigentlich nur Click-Clock-Woods, nur anders. If you ask me. Ist ja auch klar, dass sich die Plattform verwandelt hat. Ja, ist doch eine hübsche Sache. Eine wandelbare Plattform. Cool, gell? Und wunderbar. Aber ich bin. Ah, warte, ihr könnt da drauf. An die Kante. Die andere Kante. Die untere Kante. Genau die Kante, die da jetzt zu sehen ist. Oder auch nicht. Gott, boah. Flatter! Please! Spring! Das ist du weißt, was du auf dem Sprungknopf bist! Ja, aber da muss ich auch bitte richtig drehen. So, jetzt. Hol den roten Jinjo. Der rote Jinjo Nummer 2 von 6. Und es hat kurz geleckt, bevor wir den schon eingesammelt haben. Komm im Emulator und 64 Games. Emulator 64. So, hier ist. Hier können wir auch noch klettern. Gut gemacht. Aua.
Gut gemacht. Mach's doch besser. Hm. Würde ich. Na los, mach doch. Soll ich einfach schnell zu dir kommen und das einfach dir beweisen, oder was? Yes. Okay. Hörst du schon? Was bin ich? Mach die Tür auf. Nö, jetzt nicht. Ich bin gerade in Aufnahme, ich kann ihn nicht. Pizza-Service. Ich habe keine Pizza bestellt. Die kriegen sich umsonst vom Nachbarn. Nein. Nur die Tür aufmachen. Hey Warp, jetzt brauchen wir nur noch einen Globo. Der nicht mega ist. Der ist nicht hier in der Nähe. Und nicht mega. Vielleicht ist er im Zelt. French. Ja, der ist im Zelt. Der ist gleich daneben. Warum? Warum ist er Wumba so dämlich? Ja, echt mal. Dann verbannen wir uns einfach nicht. Auch gut. Hat sie nicht verdient. I guess. So, wenn sie einen Banjo-Only-Move gibt, dann gibt es bestimmt auch einen Kazooie-Only-Move irgendwo. Ich meine, das ist wahrscheinlich die Welt, die Trennwelt. Wo wir schon Erfahrungen in Kazooie und Banjo Gameplay-Only lernen können. Bevor es dann Ernstfall wird in späteren Welten. Was ist das hier? Dive of Death. Wieso kann der über Lava laufen? Ich glaube, das ist keine Lava, das ist einfach nur roter Sand oder sowas in der Art. Probier's mal aus. Wow. Wieso? Ich glaube, wir müssen einfach nur runterspringen. Ins Becken rein. Willst du nicht in die Tunnel rein? Können wir auch machen. Warte, wenn du bitte erst Wasser machen willst. Oh ja, nur wow. Du als Trainer. Was für ein Dive of Death. Ich meinte eher von ganz oben, aber okay. Hier haben wir so ganz hoch oben hinkommen. Vorher ist eine Leiter. Guck mal, da ist doch ein hübsches Ding da. Da ist keine Leiter dran. Doch, da ist eine Leiter. Haha. Tja, da geht wieder sein Sprung-Aim voran. Oi, oi, oi. Und da ist sogar ein Puzzle. Hat sich doch gelohnt. Wir müssen jetzt nur noch vorsichtig darüber. Und die Musik ist aus. Naja, weil wir auch ganz oben sind. Wegen thermalischer Atmosphäre. Jetzt wird eigentlich nur noch ein Trommelwirbel. Ich kann gar kein Trommelwirbel nachmachen, sorry. Mach's nicht mit deinem Mund, das klingt doof. Ich kann's nicht mit meinen Händen machen. Ich bin ein Controller mit meinen Händen, das weißt du doch. Ich weiß. So, jetzt können wir runterspringen! Gut gemacht. War geplant. Mhm, sicher. Mhm. Was steht da? Pay here. Wir haben nichts zu bezahlen. Hier zahlst du den Eintritt für die Hexenpark Premium Attraktion. Als ob es ja auch noch Premium gibt. Anscheinend. Oh, wo sind wir denn hier? Geistergruft. Geistergruft. Das sieht wirklich prähistorisch aus. Guck mal, dein Lieblingsfreund. Geister. Ha. Solange die uns nichts. Oh, jetzt wird es wieder dunkel. Ach du Heiliger. Düster Tag und dunkel. Dasselbe, was man immer noch einfach sehen kann. Ja, so roll Feuer eiern. Als ob Zähne Schaden machen. Zähne tun weh, I guess. Toll. Achtung, die Geschäftsleitung übernimmt keine Reinigungskosten verschmutzter Unterwäsche in direktem Zusammenhang mit Ausstellungsstücken des Gruselkabinetts. Gott, das sind einfach deutsche Wörter gewesen.
Drei deutsche Wörter und die sind überschreiten schon hier gefühlt das Twitter-Limit. Du weißt doch, deutsche Wörter können ganz schön lang sein. Mhm. Man muss nur einfach genug Wörter in einander rein. Oh. Ancient Bearded Camel. Da steht da ein Mighty Evil Dinosaur. Und Weird Killer Alien. Okay. Aber Kamel ist es nicht. Ist es nicht Dingens? Das ist Dingens. Hey Leute, bin ich froh, endlich ein paar bekannte Gesichter zu sehen. Gobi, was machst du denn hier? Naja, ich war auf dem Weg zur Vulkanwelt, doch dann hat man mich gekidnappt. Aber jetzt, wo ihr hier seid, bin ich bestimmt bald frei. Mal sehen, Ziegenbart. Hast du Kohle? Nein! Dann gewöhn dich an Dickkäfig, Quasimodo. Goddammit, Kazooie. Schnüff, so geht man aber nicht mit alten Freunden um! Wir haben dich nur als Wasserquelle damals benutzt. Echt mal! Wir sind Freunde! Und da sind Ginger irgendwo. Hey, die kennen wir doch auch, oder nicht? Nein. Ja, wir kommen mich mit einfach als neue Attraktion in diesen Käfig gesperrt. Auf dem Schild steht, du wärst ein großer, böser Dino. Vielleicht ist der Käfig ja ganz passend. Wenn ich wirklich so groß und böse wäre, hätte ich die Tür schon selbst zertrümmert. Klick einleuchtend. Los, Banjo. Wir zerschmettern die Tür. Ach ja, und wie? Weil ich jetzt doch nur wünsche, wie nochmal Chai Serra gesprochen hat. In einer Land vor unserer Zeit. Ich hab keine Ahnung. Da ist ein Jinjo. Das ist der Weird Alien oder was? Ich will ja nichts sagen, dass der schwarze Jinjo eingesperrt ist. Aber du brauchst doch deinen YouTube-Hut, glaube ich. Und vor allem, dass der schwarze Jinjo als Weird Alien deklariert wird. Rare, was willst du uns damit sagen? Lass das mal so stehen. Gute Idee. Also gut. Gehen wir leider den dunklen Weg entlang. Oh, Eier, ich brauche Eier. Aber die blauen Eier, bitte. Da, dankeschön. Und noch ein paar mehr. Da. Haben wir doch wieder guten Vorrat. Da ist eine Cheeto-Seite. Vielleicht sollten wir auch mal demnächst mal zu Cheeto gehen. Ach was, der bringt nur Cheats. Ja, aber es sind teilweise gute Cheats, glaube ich. Glaubst du oder weißt du? I believe it. Hey, die Eier sind wieder, oder ein Ei ist wieder da. Cool. Cool. Gut gemacht. Au. Ich glaube, ich brauche Energie. Ach was. Oder Safe State. Ja. Ich weiß doch, dass ich irgendwo dran hängen bleiben werde. Oh boy, bin ich gespannt, dann, wenn Galakon-Woche ist. Da will ich dir mal zeigen, wie man das Spiel spielt. Ja, dann darfst du mal ein paar Parts machen, I guess. Riesenunterschied, sag ich, sag's dir. Ja, ein wirklich großer Unterschied, würde ich sehr erwerden. Schnauze, Uhu. Das war kein Uhu. Das war ein Wolf. Ich sagte Uhu, U-W-U. Uhu? Ja, Uhu. No Uhu. $300 Strafe. Flatter. Hey, kannst du nicht lesen, Pelzkopf? Alle Nahrungsmittel müssen innerhalb des Vergnügungsparks konsumiert werden. Das ist nicht fair. Natürlich ist das nicht fair. Aber bitte, versuch's nur. Du wirst schon sehen, was passiert.
Das klingt irgendwie gefährlich. Oder solltest du im nächsten Part herausfinden, ne? Ja, das sollten wir tun. Dann im nächsten Part geht's weiter hier im Hex-Hex-Park und wir sehen dann, was passiert, wenn wir mit dem Lebensmittel rausgehen werden. Vielleicht oder vielleicht auch nicht. Oder auch nicht. Anyway, bis dann und ciao. Ciao. Da. Jetzt geht's schon endlich. Warte, beende deine Aufnahme. Ja, das tue ich doch. Ja, findest du jetzt endlich den Knopf? Hab ich doch. Da.